Mein neues Buch Diversium erscheint am 10. Mai 2020. Dabei handelt es sich um eine Sammlung mit 16 Horrorkurzgeschichten. Das Buch wird es als E-Book oder Printausgabe geben. Sei gespannt! Was ich heute mit euch teilen werde, ist einer der relativ sicheren Wege, um Verbindungen zu einem Ort herzustellen. Du wirst ihn nicht wirklich betreten können, der als Schattenseite bezeichnet wird. Die Wirksamkeit hängt davon ab, wie ernst du mich nimmst. Dein Ergebnis könnte jedoch abweichen. Ich werde dir nicht einreden, dass du keine Angst vor der Schattenseite haben musst. Die Chancen stehen hoch, dass du sie eh schon kennst und einfach nur gedacht hast, es wäre ein immer wiederkehrender Traum. Es gibt aber keinen Grund, auf ignorante Weise Angst davor zu haben. Da gibt es einen Unterschied. Ignorant nährt die Angst, und die Angst bietet diesem Ort eine große Angriffsfläche. Du musst gut vorbereitet sein, wenn du das hier versuchen möchtest. Es ist wie mit Fallschirmspringen. Wenn du nicht gut darin bist, Dinge beim ersten Versuch gut hinzubekommen, ist das nichts für dich. Wenn du in der Nacht des Rituals Drogen oder Alkohol zu dir nimmst, wirst du keine gute Zeit haben. Wenn du in deinem Leben irgendwelche schwerwiegenden Probleme durchstehen musstest und dich mental oder spirituell nicht stabil fühlst, oder wenn du das hier tust, weil du einen Ausweg suchst, wirst du auch keine gute Zeit haben. Und wenn du meine Anleitung nicht befolgst, insbesondere die vielen kleinen Sicherheitsmaßnahmen, die ich nennen werde, welche, und das kannst du mir glauben, aus einem guten Grund da sind, wirst du ebenfalls keine gute Zeit haben. Der Name des Rituals lautet übrigens die drei Könige. Folgendes wirst du brauchen: einen sehr großen, leeren und stillen Raum, vorzugsweise ohne Fenster. Wenn Fenster vorhanden sind, musst du sie bedecken können, um absolute Dunkelheit garantieren zu können. Kellerräume funktionieren für gewöhnlich gut, wenn sie groß genug sind. Eine Packung Kerzen, wenn alles gut geht, wirst du nur eine benutzen, und ein Feuerzeug. Einen Eimer Wasser und einen Becher. Einen Ventilator. Zwei große Spiegel, beispielsweise Ankleidespiegel. Keine Sorge, sie werden nicht beschädigt, und wenn doch, ist das dein kleinstes Problem. Drei Stühle. Einen Wecker. Ein funktionierendes Handy. Vergiss nicht, deinen verdammten Akku aufzuladen. Eine vertrauenswürdige Person, die sich dazu bereit erklärt, die Regeln zu befolgen und diesen Wahnsinn mitzumachen. Ein kleines Spielzeug oder ein anderes liebgewonnenes Objekt aus deiner Kindheit. Vorbereitungen. Beginne so gegen 11 Uhr abends alles vorzubereiten. Platziere einen Stuhl nach Norden gerichtet und, das ist wichtig, in der Mitte des Raums. Platziere die anderen beiden Stühle genau zur linken und rechten, sodass sie zu deinem Thron gerichtet sind. Der Abstand zwischen deinem Thron und dem deiner Königin und deines Narren sollte ungefähr eine Armlänge zu beiden Seiten hin betragen. Platziere die beiden Spiegel jeweils auf den Stühlen der Königin und des Narren, sodass sie dir und einander zugewandt sind. Versuche, sie möglichst in einem 90-Grad-Winkel stehen zu lassen, sonst könnten es am Ende mehr oder weniger drei Könige werden. Wenn du auf deinem Thron sitzt und nach vorne, also nach Norden, schaust, solltest du deine Reflexion in beiden Spiegeln sehen können, ohne deinen Kopf oder deine Augen wirklich bewegen zu müssen. Wenn du deine Reflexion im Augenwinkel sehen kannst, nur ganz vage, dann hast du alles richtig gemacht. Platziere den Wassereimer und den Becher nur knapp außer Reichweite. Platziere den Ventilator hinter dir, schalte ihn an. Stelle ihn nicht auf die höchste Stufe. Die mittlere oder niedrigste reicht für gewöhnlich voll und ganz aus. Lasse ihn angeschaltet. Schalte die Lichter aus, lasse die Tür offen und gehe in dein Schlafzimmer. Stelle die Kerzen neben deinem Bett auf. Lege das Feuerzeug daneben. Außerdem deinen Wecker und dein Handy. Lass es laden. Schalte die Lichter aus und schlafe mit deinem Kindheitsobjekt in der Hand ein. Ruhe dich gut aus. Showtime. Stehe um 3.30 Uhr auf, wenn dein Wecker klingelt. Schalte ihn aus, schalte aber nicht das Licht ein.
Du hast genau 3 Minuten Zeit, um eine Kerze anzuzünden, dir dein Handy zu nehmen und in den dunklen Raum zu gehen, um dich auf deinen Thron zu setzen. Um 3.33 Uhr solltest du sitzen. Vergiss dein Kindheitsobjekt nicht. Halte Ausschau nach potenziellen Warnsignalen. Wenn dein Handy aus welchem Grund auch immer nicht geladen hat, breche ab. Wenn dein Wecker nicht um genau 3.30 Uhr geklingelt hat, breche ab. Wenn du die Tür zu dem Raum geschlossen vorfindest, wir erinnern uns, du hast sie offen gelassen, breche ab. Wenn der Ventilator aus ist, du hast ihn angelassen, breche ab. Eine Bemerkung am Rande. Wenn du aus einem der genannten Gründe abbrechen musst, verlasse das Haus zusammen mit einer Vertrauensperson. Geht in ein Hotel oder ähnliches. Ihr müsst euch nicht beeilen. Es ist genug Zeit, um noch eine Jacke und die Schlüssel und was auch immer einzupacken. Aber ihr müsst gehen. Um 6 Uhr sollte alles wieder in Ordnung sein. Wenn alles nach Plan läuft, kannst du fortfahren und dich auf deinen Thron setzen. Schau nicht direkt in einen der Spiegel neben dir. Lasse die Kerze nicht ausgehen. Der Ventilator steht hinter dir. Du musst die Kerze mit deinem Körper schützen, welche zwischen beidem steht, wofür es auch einen guten Grund gibt, den du bald erfahren wirst. Schau nach vorne in die Dunkelheit hinein. Nicht auf die Kerze, nicht in die Spiegel, einfach geradeaus. Die Aufmerksamen unter euch werden vielleicht gemerkt haben, dass ich bei der Vorbereitung nicht gesagt habe, welcher Thron der Königin und welcher dem Narren gehört. Das stimmt, weil es deine Aufgabe ist, das herauszufinden. Und aus ihrer Sicht bist du entweder die Königin oder der Narr. Daher die drei Könige. Ich werde nicht vorwegnehmen, was als nächstes passiert. Du wirst nicht alleine sein, und wenn du Fragen hast, wirst du Antworten bekommen. Ich denke, damit ist genug gesagt. Manchmal werden die Antworten zwar zu neuen Fragen führen, aber hey, das ist die Geschichte der Menschheit, oder? Bleib einfach, wo du bist und versuche, dich nicht zu bewegen. Nochmal angemerkt, schau nicht direkt in den Spiegel. Auch nicht auf die Kerze. Einfach geradeaus. Vertrau mir. Du solltest auch nicht plötzlich kneifen. Warte bis 4.34 Uhr. Um 4.34 Uhr ist alles vorbei. Es ist okay, ein bisschen zu zittern, aber versuche es zu unterdrücken. Nicht, weil es das Ritual oder sonst was beeinflusst, es ist einfach nur unschön, so etwas in höflicher Gesellschaft zu tun. Hatte ich schon erwähnt, dass du die Kerze nicht ausgehen lassen solltest? Deswegen ist der Ventilator da. Du schirmst die Kerze mit deinem Körper ab. Doch sollte sich dein Körper plötzlich wegbewegen, bläst der Ventilator die Kerze aus. Das ist Sicherheitsmaßnahme Nummer 1. Deine Vertrauensperson ist Nummer 2. Um 4.34 Uhr muss sie in den Raum kommen und deinen Namen rufen. Wenn das nicht funktioniert hat, muss sie dich auf dem Handy anrufen. Wenn das nicht funktioniert, hat sie den Becher und den Wassereimer. Sie darf dich aber nicht berühren, das ist ein Anfängerfehler. Sicherheitsmaßnahme Nummer 3 ist dein Kindheitsobjekt. Das Spielzeug oder was auch immer es ist, wird dir Stärke geben. Es wird dir den Weg zeigen, wenn alles schief geht. Mehrere Sicherheitsmaßnahmen. Du musst sehr gewissenhaft sein. Wenn du es halbherzig machst, mache es halbherzig genug, damit es nicht funktioniert. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du es nicht ernst genug nimmst, um zu glauben, dass es funktioniert, es aber nicht so weit ernst nimmst, dass du dich nicht auf die Konsequenzen vorbereitest.